Hallo und herzlich willkommen, lieber Zwilling, hier für dein November-Reading. Ich bin Sirut Sabine und ich merke gerade, mir krabbelt es im Hals. Sorry. Ich möchte jetzt gerne mit dir, lieber Zwilling, in die Energie für den November schauen. Ja, wir kommen aus einem ziemlich spannenden Oktober mit einer Sonnenfinsternis zum Neumond im Skorpion, also ja, richtig, richtig tief fokussiert auf das, was im Verborgenen liegt. Und ich möchte jetzt mit dir gern mal schauen, was sich so im November zeigen möchte. Denn wir gehen ja, wie du weißt, nicht nur dem Jahresende zu, sondern auch wirklich kraftvollen Energien, die uns tief, tief in die Wandlung hineinführen. Und von daher bin ich ziemlich gespannt. Ich habe mir eine neue Legeform ausgedacht und ich habe ein neues Tarot. Vielleicht hast du es in der Wochenenergie schon gesehen. Das Golden Black Cat Tarot. Und auch hier freue ich mich mit dir, in diese wundervollen Bilder und Energien eintauchen zu dürfen. So, also eins noch vorneweg. Dieses Video wird eine Fortsetzung haben. Den Link dazu findest du unten in der Infobox. Du kannst dir entweder die Einzelfortsetzung kaufen oder mich auch noch ein Stück weit tiefer unterstützen, indem du dir selber ein Abo schenkst, in dem nicht nur diese Fortsetzung enthalten ist, sondern alle Fortsetzungen, die hier auf dem Kanal für dich bereitstehen. So, lieber Zwilling, lass uns starten mit einer, wow, das ging jetzt fix, mit einer Hauptenergie hier für dich. Guck mal, hinter der Illusion, wow. Und schau mal diesen Spiegel an. Es ist, als würde, ja, als würde sich darin etwas auflösen. Die Nebel lösen sich vielleicht auf. Und das haben wir ja auch jetzt gerade, also diese Schwelle, dieser Übergang zum November hin und zum Jahresende hin, die Schleier zwischen den Welten, die werden durchlässiger. Und vielleicht kannst du, lieber Zwilling, in dieser Zeit hier, ja, ich würde sagen, tiefer hinter die Illusion schauen. Und wieder zeigt sich ein Schluck auf, finde ich sehr spannend. Das finde ich wirklich sehr spannend, weil das ist immer so ein Zeichen, dass ich so ein bisschen hier auf der richtigen Spur bin. Ja, hinter der Illusion. Und die Frage ist, wie erkennen wir Illusion oder woran erkennen wir Illusion? Ich glaube, da darfst du für dich mal hinschauen, lieber Zwilling, denn wenn wir versuchen, Illusionen mit dem Verstand zu ergründen, funktioniert das oft nicht. Illusion ist auch, oder dieser Moment, wo die Wahrheit ans Licht kommt, wo sich die Illusion auflöst, wo du merkst, hier sehe ich etwas anderes, wie ich fühle. Genau darum geht es, um das Fühlen. Du fühlst die Wahrheit in dir, in jedem Moment. Egal, was dein Kopf dir sagt, tief, tief, tief in dir fühlst du die Wahrheit. Und das ist sehr spannend und da darf jeder für sich selber hinschauen, wo stehe ich da noch hinter einer Illusion, wo verstecke ich mich da noch, wo zeige ich nicht mein wahres Gesicht. All diese Themen gehören da hinein. So, mein lieber Zwilling, 5 Karten werde ich jetzt hier auslegen, eine nach dem anderen. Und mit der ersten Karte möchte ich mal auf die Energie schauen, aus der du kommst. Also jetzt hier so zum Ende Oktober hin, vielleicht sogar auch, ja, das kann auch noch weiter zurückreichen, dass du da etwas für dich geklärt hast. Auf jeden Fall ist es eine Energie, aus der du kommst. Eine Energie, nicht 3. Eine Energie bitte hier für Zwilling. Woher kommst du?
Oh, die Königin der Schwerter. Und das ist das, was ich hier gerade gesagt habe. Klar geht es darum, sich von alten Themen, von alten Verstrickungen zu befreien, ein Stück weit hinter die Illusion zu schauen. Doch die Königin der Schwerter macht das hauptsächlich mit ihrem Kopf. Ja, die guckt, welche Gedanken habe ich dazu, wie sieht es hier aus und da aus und dort aus, und dann trifft die eine Entscheidung. Ja, aus ihrer Klarheit heraus und ja, vielleicht auch, weil sie sich ihre Gefühle angeschaut hat, aber dennoch ist es eine Kopfentscheidung. Und auch ja, manchmal müssen wir Kopfentscheidungen treffen, doch ja, nur der Kopf, das funktioniert auch nicht wirklich. Und du weißt das, lieber Zwilling. Wir schauen jetzt mal mit der nächsten Karte auf das, was du loslassen darfst, weil hier so nur mit zwei Karten können wir noch keine Geschichte zusammensetzen. Wir schauen einfach mal weiter. Was darf Zwilling loslassen hier in diesem Übergang, vielleicht auch in den November, vielleicht sogar auch tiefer in den November hinein? Was gilt es hier loszulassen? Das ist mal spannend, der Wagen. Der Wagen ist ja im Grunde genommen eine Energie, die uns nach vorne treibt. Der Wagen ist eine Energie, die sagt, jetzt geht es vorwärts, jetzt kommt Bewegung, jetzt, ja, nehme ich die Zügel meines Lebens selbst in die Hand. Beachte bitte bei allem, was sich jetzt hier zeigt, wir haben immer die Energie hinter der Illusion. Und vielleicht gilt es für dich, dahin zu schauen. Vielleicht bist du auch schwungvoll unterwegs, kraftvoll vielleicht auch. Das Ding ist, du darfst da schauen, von was du dich steuern lässt, lieber Zwilling. Also von deinem Verstand hier als Königin der Schwerter, ich muss jetzt die und die und die Schritte machen, oder von deinem Herzen, von deiner Seele. Und dann geht es vielleicht sogar auch darum, ja, die Zügel deiner Hand selbst in die Hand, deines Lebens selbst in die Hand zu nehmen, aber mal langsamer zu fahren. Und ich weiß, dass das ziemlich herausfordernd ist, denn wir haben hier irgendwelche tricky Mars-Energien auch noch, die uns ja einen gewissen Schub geben, auch wenn die, soweit ich jetzt in mir gerade die Erinnerung hochploppt, soweit ich weiß, ist der Mars rückläufig, aber dennoch ist es eine kraftvolle Energie, ne? Und die kann schon sehr pushen. Vielleicht geht es darum, mal bisschen langsamer zu machen. Wir schauen uns das dann gleich in der Fortsetzung auch noch mal tiefer an. Ich finde es ziemlich, ziemlich spannend, was sich da hier gerade so zeigt, ne? Und wir gucken jetzt mal einfach weiter auf die dritte Energie. Das ist nämlich dann das, was du stärken darfst. Ja, lieber Zwilling, was darf Zwilling stärken, welche Energie? Hier, die wollte. Also, lieber Zwilling, das ist hier schon eine spannende Kiste, muss ich ja schon sagen. Du darfst, und das ehrlich, du darfst diese Energie in dir starten, dass du einen Neuanfang initiieren möchtest. Dass du vielleicht in einem gewissen Thema bei Null anfangen kannst oder anfangen möchtest. Und vielleicht hast du hinter die Illusion geschaut, dass du alles mit dem Kopf regeln, strukturieren, sortieren musst, dass dein Leben eine gewisse Geschwindigkeit hat, dass diese Struktur von ich muss machen, um zu gewinnen,
ich muss Erster sein, um gesehen zu werden, dass du diese Illusion hier durchschaust. Denn der Narr, der fährt nicht im Wagen. Der Narr läuft zu Fuß und der hat leichtes Gepäck. Also wirklich auf ein Minimum. Es kommt auch gerade der Impuls auf die Essenz reduziert, dass du wirklich da mal hinschauen darfst, was brauchst du wirklich für dich, für deinen Weg, für dein Sein. Das kann beruflich, partnerschaftlich, zwischenmenschlich sein. Du weißt, dass ich hier auf der Energieebene schaue und du dir das, lieber Zwilling, bitte auf deine Themen umsetzt. So, jetzt bin ich gespannt, denn jetzt gucken wir mal nach einem hilfreichen Impuls. Ein hilfreicher Impuls. Ja, die 6 Stäbe. Guck mal, und du gehst zu Fuß und du bekommst wieder ein Pferdchen. Super spannend. Wir haben hier zwar den Erfolg liegen, wir haben auch hier, und das finde ich sehr, sehr spannend, diese 1, diesen Pokal. Und ich glaube, dass genau diese Illusion auch mal hinterfragt werden darf, mal dahinter geschaut werden darf. Es war bisher so, dass wir Einzelkämpfer waren. Vielleicht machst du dich hier auch allein auf den Weg und merkst, okay, ich bin jetzt so und so weit gegangen und jetzt zeigt sich hier, dass ich mutig weitergehen darf. Denn die 6 Stäbe, die spricht auch davon, dass du mutig bist. Vielleicht bist du ein Vorreiter hier für Themen, Inspirationen, Ideen. Schau hinter die Illusion. Sehr spannend. Ich kriege auch, also das kommt ganz viel an Gefühl, an Emotionen rein. Ich glaube wirklich, dass es hier, lieber Zwilling, bei dir auch darum geht, mal zu hinterfragen, warum du immer Erster sein musst, warum du immer der Gewinner sein musst. Das ist eine alte Struktur, die uns hier als Illusion verkauft wird. Und du darfst hier hinter diese Illusion schauen. Wir schauen jetzt mal eine Karte noch, und zwar die Hauptenergie für dich, lieber Zwilling. Was ist die Hauptenergie für Zwilling im November? Was ist die Hauptenergie für Zwilling im November? Ich habe nämlich das Gefühl, lieber Zwilling, dass du hier merkst, worum es geht, die Geschwindigkeit rausnimmst, vielleicht auch den Wagen zurücklässt und dann wirklich dich selbst allein auf den Weg machst, vielleicht als innere Reise, vielleicht als äußere Reise, dass du mutig vorangehst, auch hier als Narr, und andere damit inspirierst. Denn wir haben hier hinten diese 6 Kätzchen stehen, die dir schlussendlich zujubeln. Ich glaube aber, dass diese 6 Kätzchen hier dich auch ein Stück weit energetisch getragen haben, dich unterstützt haben, dir vielleicht auf deinem Weg, weil mit leichtem Gepäck musst du ja von hier nach dort kommen, vielleicht ein Stück mitgenommen, vielleicht dir am Lagerfeuer ein leckeres Essen gemacht haben, vielleicht tiefe Gespräche mit dir geführt haben. Und all das hat eben zu diesen 6 Stäben geführt. Und vielleicht war auch das ein oder andere Kätzchen dabei, was dich hat diesen bisherigen Weg hinterfragen lassen. So, ich weiß selber auch noch nicht, was hier drunter liegt. Ich wedel als mit dieser Karte rum, aber das wollte noch gesprochen werden. Wow, lieber Zwilling, der Hierophant, es geht um deinen Glauben an dich, es geht um tiefes Vertrauen, es geht um inneres Wissen, um deine Verbindung auch mit dem Göttlichen. Und wenn du hier von der Königin der Schwerter dich wandelst in den Hierophant, dann hast du hinter die Illusion geschaut, hinter den Schleier, in den Spiegel auch, und merkst,
dass da viel, viel mehr in deinem Leben ist. Was mir hier gerade ins Auge springt, ins Auge, ist dieses Auge. Das ist dieses allsehende Auge. Dieses, ja, tiefer schauen, hinter die Illusion schauen. Das ist so abgefahren, das ist so stimmig. Und ich möchte dennoch mit dir, lieber Zwilling, jetzt mal in der Fortsetzung schauen, wie das gerade hier dieser Anfang des Weges in der Tiefe aussieht, was ich da noch für dich öffnen möchte. Ich freue mich, dir gleich wieder zu begegnen in der Fortsetzung und ja, bis dahin alles Liebe zu dir.